Apotheken, Ärzte, Reisebüros, Friseure, Hotels, Gaststätten, Restaurants, Autohändler, Partyservice, Blumenläden, Rechtsanwälte, Klempner, Schreiner, Maler. Was Sie auch suchen, unter www.dasörtliche.de finden Sie es schneller. Das Örtliche. Großartiges Konzert haben die Backstreet Boys gestern in Köln gegeben. Da waren sich die 2000 doch überwiegend wieder weiblichen Fans im E-Werk hinterher einig. Über 2 Stunden auf der Bühne, klasse Show abgeliefert. Viele, viele alte Sachen. Auf dem Landesparteitag der sächsischen CDU in Zwickau. Sie betonte, Verbesserungen in der Energieeffizienz eröffneten Deutschland erhebliche Exportchancen in den Schwellenländern. Zu einer vernünftigen Energiepolitik werde auch Kohle gehören. Volles Programm. Herzlichen Glückwunsch und mach weiter so. 25 Jahre volles Programm bei RBA 1. Und hier Steiner Kreuz. Es geht auf die A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen 3 Karlsruhe und Karlsbad 2 Kilometer Stau. Und in der Gegenrichtung Oh, when will we ever learn? Ja, Originalaufnahme von Peter Sager und der Geschichte der Blumenkinder. Und diese Zeit, meine Damen und Herren, hat selbst in dieser Dekade oder 10-jährige Juliane Werding, denn mit 15 hatte sie 1972 ihren ersten Hit und einer ihrer ersten Aufnahmen zu ihrem ersten Album. Sag mir, wo die Blumen sind. Gast hier in den verbleibenden Minuten in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Werden wir jetzt also ein bisschen sportlicher, Hesse, natürlich im Kopf. Sie sind ein begeisterter Schachspieler. Haben NDR 1 in Sachsen aktuell. Hier ist NDR 1 in einem wichtigen Haus für die A3 zwischen Osnabrück-Fledder und Süd sind Kinder auf der Fahrbahn. Hannover. Wie ein Ort der Zuversicht und des Friedens. Aber Hoffnung ohne Wahrheit ist für mich fast eine Lüge. Also Literatur ist für mich ein Ort. Dies könnte Jahre dauern. Ob Maus noch einmal vor Gericht muss, ist daher fraglich. Mike Roth, SWR Studio Koblenz. Die Nachrichten auf SWR. Das waren die Nachrichten. Dein Saarlandwetter. Heute ist es eher ein trockener Tag, aber die Werte heute zwischen 19 und 23 Grad. Kühlt heute Nacht dann ab auf Freitag. Weiterhin mild, teilweise schwül, warm, auch am Wochenende. Einzelne Schauer, damit müssen wir immer noch rechnen. Das waren die Nachrichten. NDR Kultur. Dichte Wolken und Regen auf. In Mecklenburg-Vorpommern und im südöstlichen Niedersachsen bleibt es noch lange freundlich mit Sonne. Und erst am Abend gibt es dort einzelne Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte morgen liegen bei 18 Grad auf den Nordseeinseln, sonst bei 20 bis 26. 13.34 Uhr im Mittagsecho geht es weiter mit. Und in der Media. Und hier Deutschland von Kultur mit Adam the Crime und Ende.